Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein weiteres Interview aus der Serie, ich nenne sie mal Face-to-Face-Fundraising im Zeichen von Corona. Und jetzt freue ich mich auf einen weiteren Gesprächsgast, der mir, ich weiß gar nicht ganz genau, woher du mir zugeschaltet bist, lieber Tobias. Vielen Dank aber schon mal, Tobias Stückroth von der Agentur Hello. Oder wie stellst du dich vor? Wer oder was ist Hello und wo sitzt du? Hallo, Tobias. Ja. Moin, Tobias Stückroth von der Fundraising-Agentur Hello und wir sitzen in Düsseldorf und in Berlin. Und du bist jetzt aber gerade ganz genau wo? Ich vermute mal im Homeoffice, oder? Genau, ich bin im Homeoffice in Mettmann. Das wird wahrscheinlich nicht so vielen Leuten was sagen. Und zwar ist das 30 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Aber warte mal, Mettmann, kennt man das nicht da von dem Habe Kerkeling? Kann das sein? Hat der ich nicht? Ich wohne erst seit 3 Monaten hier. Das kann ich okay. Gar nicht mehr dann, sagen. Okay. Da werde ich mal recherchieren. Ich glaube, Mettmann kennt man irgendwie von Habe Kerkeling. Anyway, das ist nicht unser Thema, sondern Tobias, wir wollen über Face-to-Face-Fundraising reden. Und am liebsten hätte ich ja unser Interview oder das ganze Thema so unter dem, ich sag mal, Titel genannt, die Corona-Krise, das Ende von Face-to-Face-Fundraising. So, und jetzt sag mir mal, erzähl mir mal, warum wird es Face-to-Face-Fundraising auch nach der Krise noch geben? So als kleiner Einstieg dann mal und dann anschließend gucken wir, würde ich gerne nochmal mit dir dahin gucken, wie sieht es denn jetzt überhaupt bei euch, einer Agentur, die Face-to-Face-Fundraising macht, wie sieht es aus? Aber meinst du, es wird weiterhin Face-to-Face-Fundraising geben nach Corona? Ja, also auf jeden Fall. Also, dass das eingestellt wird, ich sag mal, jetzt nach 40 Jahren, da gibt es, glaube ich, keine Chance. Muss man mal, glaube ich, so direkt sagen. Also Face-to-Face ist ja wirklich ein Tool, was ja immer funktioniert. Ja? Und ich sag mal, jetzt haben wir Corona und jetzt haben wir 4 Wochen sind jetzt geschlossen. Ich sag mal, wir planen selber, dass es nochmal 4 Wochen, dann bis Ende Mai wahrscheinlich anhält, dass es dann Lockerungen gibt, auch in unserem Bereich. Aber ich sag mal, 8 Wochen Corona werden das gesamte Tool nicht kaputt machen. Ja, ich glaube auch, es geht danach gestärkt heraus. Die Agenturen arbeiten weiter, es werden weiter Dialoge gewonnen. Ja, ich glaube, die Organisationen warten ja im Prinzip auch darauf, dass es weitergeht. Es wird sich natürlich zeigen, wie gut man diese Krise halt als Agentur übersteht. Ja, aber soweit ich jetzt weiß, werden da, glaube ich, alle gut mit umgehen können und alle werden da auch gestärkt herausgehen. Das heißt, wie sieht denn jetzt aktuell aber euer Arbeitsalltag aus? Oder gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag? Macht ihr alle Ferien? Was passiert jetzt gerade bei euch? Ja, also im Moment ist es bei uns auch so, dass wir natürlich viele Leute auch in Teilzeit arbeiten lassen. Ja, weil wir natürlich, solange keine Dialoge draußen sind, ist natürlich unser Arbeitsaufwand auch relativ dezimiert. Ja, was natürlich für uns gut ist, wir können einiges aufarbeiten, was man ja über den Laufe des Jahres immer ein bisschen vernachlässigt. Das schaffen wir gerade, dass wir es mal alles aufarbeiten, dass wir uns gut vorbereiten können, dass wir die nächsten Kampagnen planen können. Das heißt, wir haben wirklich eine Teilzeitschicht, wo wir halt die eine halbe Woche teilweise im Büro sind. Das ist immer mitarbeiterabhängig, wer dann wirklich noch im Büro sein darf. Okay, also so Schichtbetrieb. Genau, es dürfen auch nicht mehr alle gleichzeitig im Büro sein. Ja, wir haben da auch Abstandsregelungen, also das ist wirklich... Da passen wir auch sehr, sehr stark drauf auf. Ich sag mal, für mich jetzt hier, der jetzt hier, Geschäftsführer, für mich, ich bin jetzt nicht jeden Tag im Büro. Ja, aber ich sag mal, die Kollegen aus dem Backoffice, aus dem Recruiting, die einfach weiterarbeiten können, die sind auch da, entweder im Büro oder im Homeoffice. Ja. Okay. Und du hast jetzt eben schon gesagt, ihr bereitet euch darauf vor, also jetzt noch 4 Wochen oder also wir können ja alle nicht in die Glaskugel gucken, aber ihr, wovon geht ihr aus? Beziehungsweise, was ich eben auch spannend fände, von dir zu hören, du bist ja sicherlich auch im Kontakt mit euren Kunden, also den gemeinnützigen Organisationen. Wie schätzen die das denn gerade ein? Oder was ist da so dein Fazit? Ja, also wir schätzen das so ein, dass wir sagen, bis Ende Mai werden wir pausieren. Wenn es natürlich früher geht, dann haben wir natürlich auch immer auch die Möglichkeit, früher zu starten. Wenn es später ist, ist es später. Aber wir haben uns eingestellt auf erstmal gute 8 Wochen. Ich weiß aus Österreich, dass in Österreich, glaube ich, 3 Monate, also 12 Wochen schon eingeplant werden. Das heißt, wir haben auch immer so dieses 8 bis 12 Wochen, schauen uns aber wirklich irgendwie täglich an, was passiert auch bei den Ordnungsämtern, was sagt die Bundesregierung, ja, also welche Verordnung gibt es, wen betrifft das Ganze und wie lange können oder müssen wir denn eigentlich auch warten? Und da sind wir natürlich auch im Austausch mit den Organisationen, weil was wir natürlich auch vermeiden wollen, ist, dass wenn alle Agenturen, sag ich mal, den Start zum 1.6., ich nehme den 1.6. als Startdatum an, wenn dann alle rausgehen,
Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass nicht auf einmal Deutschland dann, sag ich mal, geflutet wird mit Dialogern. Also ein bisschen ja, Nachhaltigkeit oder auch Zusammenarbeit mit den Organisationen muss da auch gegeben sein, weil wir die Leute ja auch nicht überfordern wollen. Mhm. Ja, also der Passant, der soll ja nicht überfordert sein, sondern wir müssen das, glaube ich, ganz sensibel irgendwie starten, ja, also sensibel an das Thema rangehen, dann mit den Personen ins Gespräch kommen und gucken, wie wir auch da in die Gespräche kommen. Ja, weil ich glaube, jeder hat da Corona ja irgendwie auch noch vor Augen. Ja. Das heißt, das wird den Passanten ja auch betreffen. Das hört sich alles sehr danach an, weil ich nehme dich jetzt auch mal als Stimme oder als eine Stimme von gemeinnützigen Organisationen dann. Es stehen eigentlich alle, wie gehabt, in den Startlöchern, sage ich mal, und warten nur drauf, dass ihr wieder loslegen könnt. Genau, also so sehe ich es auch. Ja, natürlich, aber also das ist wirklich so, natürlich mit der Vorsicht, ja, dass wir das mit Sicherheitsabständen machen, mit Hygienemaßnahmen, dass wir schauen, müssen wir etwas umbauen, müssen wir, ne, ich sag mal, Trennwände, wie auch immer. Mhm. Ja, das steht ja alles ein bisschen in den Sternen. Ob wir mit Mundschutz arbeiten. Mhm. Also wir gehen natürlich alle Szenarien, gehen wir durch und müssen natürlich aber auch diese Außenwirkung irgendwie da ein bisschen bedenken. Mhm. Ja, mal, wenn wir da, wie wir ja schon mal hatten am Anfang, wenn wir jetzt mit Plexiglaswänden da stehen und unseren Pavillon eindecken, ja. Ich glaube nicht, dass es dann zu so erfolgreichen Gesprächen kommen würde. Das heißt, wann ist eigentlich genau dieser Startpunkt und den müssen wir halt wirklich abwarten und dann eben gucken, welche Maßnahmen müssen dazu eben getroffen werden und sind diese Maßnahmen auch so, dass der Passant die auch akzeptiert. Ja, so, also die Dialoger müssen es akzeptieren, die Passanten müssen das akzeptieren und das muss natürlich trotzdem ein stimmiges Gesamtbild geben. Ja, also damit hast du auch schon die Frage angesprochen oder eigentlich auch fast ja, schon komplett beantwortet, weil wie kann denn dann die Praxis des Face-to-Face-Fundraisings im Juli, August, wann auch immer es wieder losgeht, wie kann die dann aussehen? Weil ich denke mir auch irgendwie, oder, vermummen und vielleicht noch eine Plexiglasscheibe vor das Gesicht oder eine Plexiglasscheibe dazwischen oder was auch immer, das nimmt ja ganz viel eben auch von der Interaktion, von dem, wo eben eins zu eins Gespräche von leben. Genau, Face-to-Face ist ja, sag ich mal, ne, wir treffen Passanten in einer Umgebung, ne, wo sie ja wissen, dass sie irgendwie angesprochen werden. Mhm. Aber natürlich müssen wir schauen, wie machen wir das Ganze. Ja, weil Face-to-Face ist natürlich Mimik, Gestik, Körpersprache. Ja. Und wie sollen wir das umsetzen, wenn wir uns relativ wenig bewegen dürfen, wenn wir einen Mundschutz haben, also wenn ich die Hälfte vom Gesicht gar nicht sehe, ja. Und das alles müssen wir dabei ja auch bedenken. Es ist ja niemandem geholfen, wenn wir Face-to-Face wieder starten und, sag ich mal, man muss wirklich so sagen, keine Ergebnisse liefern, weil das ganze Umfeld einem einfach nicht passt. Ja? Ja. Dann lieber 3 Wochen warten, ja, sodass das Ganze ein bisschen abflacht, dass wir gute Maßnahmen haben, dass wir das sicherstellen können. Natürlich werden wir am Anfang mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand versuchen zu arbeiten. Das ist natürlich total klar, aber man muss es auch umsetzen können. Ja? Also nur zu sagen, wir versuchen das, das ist natürlich sehr schwer, weil das sind viele junge Leute, die da irgendwie arbeiten, also viele junge Menschen. Wir brauchen natürlich gute Qualitätsinitiativen, die darauf auch achten. Wir müssen die gut einschulen. Ja? Und deswegen sagen wir 1,50 Meter und Mundschutz. Ich glaube, dann kann man beginnen. Ja, das könnte schon funktionieren. Aber das, glaube ich, ist echt 1, 2, 3 Wochen einfach auch Arbeit. Ne? Das muss sich ja jeder daran gewöhnen. Aber mehr als Mundschutz und mehr als 1,50 Meter Abstand, glaube ich, sollte man nicht beginnen mit Face-to-Face, weil es bringt uns, glaube ich, allen nichts, wenn wir da Plexiglas aufstellen oder ja, oder einen größeren Sicherheitsabstand haben. Das bringt auch nichts. Ja, genau. 3 Meter Sicherheitsabstand ist jetzt für ein persönliches Gespräch nicht so hilfreich. Ich muss die Leute irgendwie sehen. Und ich muss die Projekte vorstellen. Und die Unterschrift dann, auch wenn es 1,50 Meter ist, aber die Unterschrift auf 1,50 Meter Abstand, wird herausfordernd. Auch, richtig. Ja, genau. Und das kommt ja alles irgendwie dazu. Ja, das heißt, wir müssen das ja auch sicherstellen, dass der weiß, was tragen wir auf dem Tablet ein, welche Infos kriegt der, was geben wir dem einfach, wie geben wir dem denn in Zukunft Informationsmaterial? Mhm. Ja, also haben die Dialoger jetzt Handschuhe an? Ja, wie wurde das gepackt? Von wem wurde es gepackt? Im Office? Ja, also wo fangen wir eigentlich an, mit diese Infektionskette zu unterbrechen? Eigentlich ja schon im Backoffice, wenn das Material gepackt wird. Dann der Nächste, der es mit zum Stand bringt. Und wie gebe ich es dann eigentlich den Passanten? Und das sind natürlich alles Punkte. Es bringt uns nicht, zu früh anzufangen, wenn die Maßnahmen oder diese Maßnahmen zur Sicherheit einfach sehr hoch sind. Ja. Das bringt uns dann relativ wenig, weil es muss ja ein vernünftiges Gespräch stattfinden. Okay. Und du hast es vorhin schon angesprochen, aber da hatte ich das eher so auf euer Büro, eure Agentur bezogen. Betrifft das aber auch genau alle Dialoger? Also die sind jetzt einfach auch in Kurzzeit oder waren die überhaupt gar nicht bei euch angestellt, sondern wie läuft das da ab mit den Dialogern?
Genau, also es gibt ja unterschiedliche Anstellungsverhältnisse bei den Dialogern. Es gibt ja wirklich welche, die machen das nur als Ferienjob. Genau. Die haben ja jetzt ganz regulär Pause oder arbeiten ähnlich. Die kommen natürlich dann, wenn die nächsten Semesterferien, kommen die wieder. Okay. Viel wichtiger finde ich einfach die Dauerwerber, also die Dauerdialoge, die das wirklich als Vollzeitjob nehmen. Ja? Und da schauen wir einfach, dass wir natürlich jetzt Urlaub ausbezahlen, dass wir, oder andersrum, dass die Urlaub nehmen können in diesem Zeitraum, der dann natürlich bezahlt wird. Dann gucken wir, wie viele Arbeitstage haben die eigentlich in den letzten halben Jahren gemacht, dass wir dann wiederum schauen, wie viel Kurzarbeitergeld kriegen wir auch. Mhm. Ja, oder müssen wir das vielleicht auch noch aufstocken. Also das sind einfach so Punkte, was können wir auch tun, um die Dialoge halt eben auch zu halten. Ja, okay. Das heißt aber, unsere Festangestellten, das sind dann festangestellte Dialoge, die werden natürlich auch während jetzt Corona auch bezahlt. Ja, okay. Und wie ist da so deine Beobachtung oder was bekommt ihr auch selber mit? Kannst auch ein bisschen nebulös antworten, wenn du nicht zu tief einblicken willst in die Geschäfte von euch. Nein, aber gibt es Organisationen, die jetzt irgendwie Face-to-Face Fundraising-Kampagnen komplett canceln, die irgendwie sagen, ne, das wird nach Corona nichts mehr werden und wir hören auf, mit Face-to-Face-Fundraising zu arbeiten. Hat sich da ein Stimmungsbild verändert? Nein, also gar nicht. Also wir sind ja auch mit einigen Organisationen, die jetzt auf den deutschen Markt Fuß fassen wollen, sind wir auch noch in Gesprächen. Mhm. Das Einzige, was sich eben getan hat, ist, dass alle ein bisschen in so einer Wartehaltung sind. Ja. Das heißt, alle warten einfach, schauen, wie lange geht das einfach, was passiert in diesem Zeitraum, steht das Budget danach eigentlich noch zur Verfügung oder habe ich irgendwie andere Baustellen, die jetzt bedient werden müssen. Mhm. Aber wir sind ganz regulär mit allen Organisationen, sind wir ganz normal irgendwie in Gesprächen, es gibt keine Absagen, sondern ich glaube, alle warten wirklich darauf, dass sich das Ganze normalisiert und dass dann auch einfach alle weitermachen können. Ja, super. Tobias, danke. Das hat mir sehr viele Einblicke gegeben. Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar an welche, also natürlich, ich stelle jetzt einfach die Frage, an welche Bestimmungen oder wo bekommt ihr denn Informationen für euch als Dialoger, Face-to-Face-Fundraiser her? Sind das die allgemeinen Empfehlungen, die dann die Frau Merkel uns gibt oder die allgemeinen Bestimmungen des Landes? Natürlich gehe ich mal davon aus, aber einzelne Sparten, was weiß ich, Coiffeure oder so, die werden ja jetzt sehr besonders oder behandelt. Da gibt es einzelne Bestimmungen für einzelne Bereiche, für Face-to-Face-Agenturen. Habe ich da jetzt noch keine bestimmten Bedingungen gesehen? An welche orientiert ihr euch da? Genau, also wir sprechen da, also wir hören natürlich erstmal ganz genau, was sagt unsere Bundeskanzlerin. Mhm. So, also was passiert da eigentlich, was sagen die Minister? Und daraus kommen dann wieder ganz bestimmte Verordnungen. Und in diesen Verordnungen sind natürlich viele Punkte angegeben, ja, für verschiedene Betriebe, was darf man eigentlich irgendwie machen? Und natürlich wird da Face-to-Face jetzt nicht explizit genannt. So. Mhm. Und innerhalb dieser Verordnung müssen wir natürlich schauen, wo sind wir da eigentlich drin und wo sind wir gemeint. Und dann schaut man einfach, zu welchem Ordnungsamt hat man eigentlich einen guten Draht. Ja, mit wem kann man eigentlich sprechen? Manche freuen sich, wenn man anruft, manche freuen sich weniger, wenn man anruft, weil die, glaube ich, selber relativ viel zu tun haben gerade. Aber im Prinzip, mit wem kann man eigentlich da ganz gut und wer gibt dem eigentlich wirklich die Infos, bis wann das Ganze irgendwie dauert und wo befinden wir uns da dann? Ja, und das haben wir schon gemacht. Mhm. Ja, und deswegen ist für uns auch, ist auch ganz aktuell, das ist auch von heute, und deswegen, wir haben heute die aktuelle Info eben, dass solange diese Kontaktsperre besteht, also dass mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit eben nicht erlaubt sind, solange gilt auch dieses Verbot für Face-to-Face, weil generell für alles, was in der Öffentlichkeit eben auf der Straße oder in der Fußgängerzone stattfindet. Und da ist wirklich jetzt eben Warten angesagt, ne? Also wie sich das Ganze eben jetzt verhält. Und jetzt, nachdem ja ab heute, glaube ich, ja eh wieder teilweise geöffnet wird, jetzt werden wir sehen, wie es passiert. Wenn jetzt die Kurve nach oben geht, dann wird alles natürlich länger dauern. Mhm. Bleibt es so, wie es ist, oder es flacht ab, dann wird natürlich auch Face-to-Face zum 1.6. spätestens, denke ich mal, starten können. Und das werden jetzt die nächsten 14 Tage auf jeden Fall zeigen, was da passiert. Ja. Okay. Sehr gut. Ja. Tobias, vielen herzlichen Dank. Ja, spannende Einblicke aus deiner Praxis und dann für die Zukunft alles Gute weiterhin und vor allen Dingen für die Organisation, dass die auch dann, wenn es wieder drauf ankommt, wenn wieder gearbeitet werden kann auf den Straßen eben auch, um neue Dauerspender zu gewinnen, dass ihr dann auch wieder da seid und den Organisationen helfen könnt. Vielen herzlichen Dank, liebe Grüße von Zürich nach Mettmann und bis bald. Mach's gut. Dankeschön, bis bald. Ciao, tschüss.